Und dann kommt die Polizei. Das finde ich gerade so geil. Hallo, willkommen zurück hier auf Unicar City mit einem weiteren Lost Place. Und auch dieses Mal, wie im letzten Lost Place schon, wer es nicht gesehen hat, schaut in die Videobeschreibung. Genau, dieses Mal auch wieder nur ein Objekt eines verlassenen Ortes, denn die Gefängnisinsel Alcatraz, auf der ich mich befinde, die ist wahrscheinlich so groß, dass wir damit diese Sendung füllen können und andere Lost Places, die ein bisschen kleiner sind, die schneiden wir dann später mal wieder ein bisschen zusammen, sofern sich denn da noch ein paar Lost Places ergeben. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps für ein Lost Place habt, die ein bisschen kleiner sind, schickt die mir gerne in dem Formular, welches ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da könnt ihr das alles eingeben und ich schaue mir das dann an, wenn ich es noch nicht getan habe. So, zu Alcatraz gibt es ja eigentlich eine Menge zu erzählen. Erstmal, diese Insel befindet sich hier in der Bucht von San Francisco. Das ist ein Stadtteil von Unica City. Irgendwo da hinten liegt es oder da. Ich weiß gar nicht. Ich bin froh, dass ich noch eine Fähre erwischt habe, die mich so spät, ihr seht, die Sonne geht ja so langsam unter. Aber ja, eine Fähre, die mich jetzt noch irgendwie hier hinbringen konnte. Und ich bin auch froh, dass das für die Touristen jetzt schon geschlossen ist. Denn Alcatraz ist heute nur noch eine Touristenattraktion. Das Gefängnis nämlich ist nicht mehr im Betrieb. So, und dann gucken wir uns direkt mal um. Wir haben hier einen, ja, einen kleinen Bootsanleger, Schiffanleger, damit halt Nachschub auf die Insel kommt. Jetzt heute die Touristen und halt früher auch die Insassen, also die Schwerverbrecher, die hier zum Abhängen verurteilt wurden. So, und ja, hier haben wir auch einen Leuchtturm, den sieht man auch schon von Weitem und von unten. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der nach dem Gefängnis oder vor dem Gefängnis hier schon auf der Insel stand. Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass der später erst erbaut wurde. Wir schauen uns das von oben erstmal an. Auf jeden Fall ist das alles hart gesichert hier noch mit Stacheldraht. Das ist alles noch Ursprung, so wie es damals hier zuging, als da noch die Knackis drin waren. Und da sehen wir auch schon das Dach des Gefängnisses. Oh. Belüftungsanlagen hatten sie damals auch schon. Ich nehme mal nicht an, dass das Klimaanlagensysteme sind. Höchstens vielleicht jetzt für die Besucher. Man muss es ja eigentlich so erleben, wie es sich damals für die Insassen auch angefühlt hat, ne? Das jetzt alles so hoch modernisieren wäre natürlich blöd. Oder haben wir einen umgekippten Baum? Einen halben. So, ich schaue erstmal hier draußen so ein bisschen herum. Was haben wir hier drin? Oh, ist abgeschlossen. Akten. Ah ja, klar, da dürfen wir natürlich nicht rein. Hier sind noch alte Akten. Es könnte ja sein, dass es irgendwann noch mal zum Aufrollen eines Prozesses kommt und dann sind hier die Akten natürlich noch versteckt. Ich nehme aber an, dass die mittlerweile digitalisiert sind. Es steht aber auch nicht dran, was das hier für ein Bunker ist, ne? So. Vielleicht machen wir erstmal so einen Rundgang um die Insel oder ist es blöd? Gehen wir erstmal rein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich laufe einfach mal so die Konturen ab. Oh, was haben wir denn hier? Ah, das sieht aus wie ein Wasserturm. Vielleicht. Was sollte sonst da drin sein? Also so ein Wasserspeicher, ne? Nur muss der ja theoretisch immer höher sein als bis dahin, wo es hingehen soll. Also wenn du jetzt Wasserleitungen hast, da oben kommt das Wasser nicht mehr hin, weil der Turm ist kleiner. Dann hätte man aufs Dach packen müssen. Oder es ist irgendwas anderes hier drin, aber was könnte das schon sein? Ich weiß es nicht. Wir gucken, vielleicht finden wir noch ein paar Hinweise. Boah, hier geht's auch steil ab. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich es vielleicht mit der... Soll ich da mal runter? Vielleicht finden wir ja Geheimgänge oder so. Also man sollte es, glaube ich, nicht mit der Gefängnisinsel in New York verwechseln. Rikers Island oder Riders? Ich glaube Rikers Island. Riders war ja irgendwie ein... Fußball, ne? Baseball.
Verein. Und zwar, ich glaube, da konnten die Insassen damals fliehen, wenn sie durch den Manhattan River da geschwommen sind. Ich glaube, von dieser Insel hier nach San Francisco wäre es ein bisschen zu weit. Oh, es gibt noch Überwachungskameras. Wir sehen auch schon, das ist ein älteres Modell. So, jetzt gehen wir mal rein. Hier direkt wieder die Überwachungskamera. Ja, die können wir auch direkt ausmachen. Gut. Was haben wir da? Nichts. Okay. Ein und derselbe Gang, nur gespiegelt. Oh, wir können da leider nicht weiter reingehen. Das ist aber schade. Da ist was offen. Hier ist eine Zelle offen. Ja, so haben die damals gelebt. Das ist aber... Das ist... Ja, das sind Toiletten. Bis ich das erkannt habe. So, wir könnten dann natürlich runterspringen. Ich weiß nur nicht, ob ich dann da wieder rauskomme. So hat man damals hier gelebt. In der Zelle direkt Stacheldraht, auch vor den Fenstern. Um es gar nicht erst zu versuchen. Ja, genau. Das passiert mir immer. Oh, hier ist sogar noch nicht gespült, oder? Wo sind die denn bitte auf Toilette gegangen? Die hatten doch eigentlich in der Zelle auch immer. Oder mussten die damals echt warten, bis jemand die Tür aufmacht, damit die da hinten in das, in die Toiletten reingekommen sind? Und hier natürlich Alarmanlage wieder am Start. Also man findet jetzt auch irgendwie keine Ausbruchspuren. Wahrscheinlich, wenn wir jede Zelle abgehen irgendwann. Na, so. Wir haben hier zwei Etagen. Ach, wir sehen da unten auch. Ich muss vorsichtig sein. Ich probiere erstmal vielleicht doch nochmal, ob ich unten reinkomme. Ah, hier ist noch eine Tür. Ah, das sind die Duschen. Okay. Duschen, Toiletten da drüben. Ja, es ist verschlossen. Na klar, ich habe ja gesagt, die Touristen sind schon weg. Ich habe hier eine extra Einladung schreiben müssen und es sieht wohl so aus, dass die vergessen haben, hier aufzumachen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir da runterspringen, ob ich da hinten irgendwo wieder rauskomme, aber wo auch. Da geht es sogar noch in den Keller rein. Da ist wie eine Art Boxsack vielleicht, der da hängt. Boah, ist ja fast schon runtergefallen. Ich würde gerne wissen, was da unten drin ist. Ich probiere es jetzt einfach, Leute. Wir sind doch hier in einem Lost Place, ja? Was wäre denn... Das wäre doch scheiße, wenn ich es nicht einfach probiere, hier so möglichst viel... Autsch! Zu entdecken. Ja. Okay, das ist vielleicht ohne Fadenkreuz ein bisschen blöd. So. Die von oben können gar nicht nach unten. Wenn die oben raus konnten aus ihren Zellen, mussten die oben bleiben. Und man kommt von unten auch nicht hoch zu den Toiletten. Das ist eine seltsame Architektur. Aber wie gesagt, das ist alt. Haben wir denn hier? Da sind wir anscheinend dann richtig eingesperrt. Aber gut, dann muss ich wohl eine Nacht hier bleiben, bis ich dann wieder raus kann morgen früh. Oh, was haben wir hier? Das sind bestimmt die Einzelzellen. Nimmt sich jetzt als ob. Ich bin jetzt direkt eingesperrt in einer Zelle. Das ist natürlich... Ja gut, habe ich hier Empfang? Das interessiert mich jetzt. Empfang habe ich aber, das ist gut. Ich guck mal, dass wir irgendwie hier Hilfe organisieren und dann melde ich mich dann gleich wieder zurück.
Leute, ich wurde befreit. Es hat ein bisschen gedauert. Aber wir haben jetzt ein Problem, dass wir hier nicht rauskommen. Ach, das soll eine Hantelbank sein. Jetzt haben wir das auch noch mal gesehen hier hinten. Okay, jetzt muss ich mit den Polizisten zum nächsten Tag warten, bis hier für die Touristen wieder aufgeschlossen wird. Das ist ja jetzt lustig. Wir kommen hier irgendwie gar nicht mehr raus. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen wie im Real Life, wenn Leute irgendwie so Lost Places suchen und dann irgendwo hingehen, wo sie eigentlich nicht hin dürfen. Und dann kommt die Polizei. Das finde ich gerade so geil. Aber gut, Leute, wir warten mal, bis der Report angenommen wird. Und so bei, nebenbei, ganz nebenbei, ich bin verwirrt, so ganz nebenbei vielleicht einmal noch ein bisschen Timelapse laufen lassen. Mal gucken, ne? So Leute, wir sind jetzt endlich befreit worden, allerdings auch gleich mit dem Boot aufs Festland gebracht worden und es gab so ein paar Auflagen, ich darf mich hier jetzt eigentlich nicht mehr aufhalten, auch schon gar nicht mehr filmen, aber was wäre das denn für ein Lost Place, wenn ich nicht einfach ein Boot suche oder jemand, der ein Boot hat und wieder zurückfahre, um mir den Rest der Insel anzuschauen. Ich meine, viel gab es nicht mehr zu sehen, jetzt in dem Gefängnis hier selber, aber ich wollte doch irgendwie nochmal auf die Suche gehen, ob man hier vielleicht so ein paar Ausbruchsstellen auf der Insel noch finden kann. So. Und ich denke, ich gucke jetzt einfach mal, ich schwimme hier um die Insel herum und gucke mal, ob man hier irgendwo vielleicht kleine Gänge sehen kann. Ich bin mal gespannt. Also ich dachte, ich höre hier. Ich dachte schon mal, dass ich hier ab und zu mal Strömung höre. Hier an der Stelle zum Beispiel, aber das Wasser hier oben ist. Da ist doch was irgendwo. Was ist denn da? Nee, das ist kein Durchgang. Oho. Aber irgendwo ist hier Strömung. Ich weiß nicht, wie weit ich hier runtergehen kann. Was ist denn da? Kommt da noch was? Ja, das ist hier unter Wasser natürlich eine ganz, ganz schlechte Sicht. Luft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da unten, aber da waren wir ja gerade gucken, da geht's nicht rein. Was ist, hier ist auch so ein bisschen treppenartig. Okay, was, hä? Ich weiß nicht, was ist denn da draußen für ein Stein, dass da so ein Pixel durchguckt? Soll das etwa irgendwas verraten? Das sieht ja auch schon wieder komisch aus. Aber ich glaube, das ist einfach nur so von der Insel her. Von Insel her. Ja, da hinten sehen wir auch, das habe ich schon mal vorgestellt, dieses Gebäude, dieses verfallene Hochhaus. Einem anderen Lost Place, relativ am Anfang war das. Da kannte ich den Server noch nicht so gut. Da gab es noch viel zu entdecken. Das sieht auch cool aus, bis auf, dass es abgeschnitten ist da an der Stelle. Ih, was ist das denn? Hä?
mal. Voll die schleimigen Abgüsse hier. Das ist natürlich, ich empfehle das keinem nachzumachen. Ich will nicht wissen, was da alles drin ist in dem Wasser. Okay, weiter rein geht's hier nicht. Das, da komme ich nicht mehr durch. Ist da ein Block davor? Ja, irgendwo hier, ne? Boah. Raus. Hui. Was machen die da drin, dass das hier so einen ekligen Abfluss hat? Schauen wir hier nochmal rein. Okay, wo bin ich? Okay, weiter rein komme ich nicht. Da auch nicht. Oh, nicht getroffen. Boah, das war krass. Lol, das war irgendwie Lucky Jump. Das wäre doch irgendwie hier die perfekte Möglichkeit zu fliehen. Irgendwie durch die Abflussrohre durch. Aber anscheinend wurde das alles zugemacht. Boah, hier sammelt sich richtig ekliges Zeug. Aber auf der anderen Seite finde ich immer noch seltsam, da war irgendwo Strömung. Ich konnte nicht erkennen, wo die Strömung herkommt. Also das Geräusch. Gesehen habe ich es ja nicht. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Auch mehr Zeit als eigentlich gedacht jetzt natürlich gebraucht, dadurch, dass wir eingesperrt waren. Also erst ich und dann die netten Polizisten, die mir helfen wollten. Viele Grüße an dieser Stelle nochmal und ich würde dann auch an der Stelle...